Oh, Wahnsinn! Hey, ich bin der Jürgen aus Eberswalde. Und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duzen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Und jetzt begrüßen wir ganz herzlich, er ist extra aus Berlin gekommen, den kulturpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Hartmut Ebbing, der sich sehr für die solo-selbstständigen Gründer und überhaupt für die Kultur einsetzt. Danke, dass du gekommen bist. Ja, hallo Dresden, liebe Künstlerinnen und Künstler, liebe Kreativen, guten Abend, ihr Solo-Selbstständigen. Als wir letzte Woche in Berlin demonstriert haben und ich gefragt worden bin, na, kommst du denn auch nach Dresden, habe ich eigentlich nicht lange überlegen müssen. Denn nicht nur in Berlin gibt es keine Kultur mehr, gibt es nicht, also quasi eine Nicht-Kultur, sondern auch in Weimar, Leipzig und in Dresden und in der ganzen Welt. Deshalb ist es eigentlich für mich ganz klar, dass ich hier versuche mitzuzeigen, dass ich mit bei euch bin. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute hier bin, weil ich es total toll finde, dass der Mitveranstalter und die beiden, Tanja und Kilian, obwohl sie heute Silberne Hochzeit feiern, trotzdem hier das Fest organisiert haben. Und da sehen wir mal, was für ein Engagement hinter euch beiden steht. Vielen, vielen Dank, dass ihr das trotzdem macht hier und alles Gute für euch. Ich darf noch was verraten. Tanja hat vor 2 Tagen Geburtstag gehabt und irgendwas Rundes war da auch im Spiel. Also, dann nochmal herzlichen Glückwunsch. Eines hat die Corona-Krise uns allen deutlich gezeigt. Vieles fängt man erst dann an zu schätzen, wenn es nicht mehr da ist. Gehen wir heute Abend ins Kino? Was ist denn heute im Theater los? Darf ich dich einladen in die Oper? Corona hat unser Leben von heute auf morgen radikal verändert. Aber kein Künstler und kein Kreativer hat irgendeine Schuld daran. Die Bundesregierung und der Bundestag haben wirklich schnell reagiert und einmalige Notprogramme auf den Weg gebracht. Und ich unterstelle keinem der handelnden Personen, dass mit den Notprogrammen eine Benachteiligung von irgendeiner beruflichen Gruppe gewollt war. Doch mit der Soforthilfe für Soloselbstständige ist dies dennoch erfolgt. Auch das lobenswerte 1-Milliarden-Paket Kultur hat die Soloselbstständigen nicht berücksichtigt. Angestellte Künstler erhalten teilweise 100% Lohnfortzahlung oder wenigstens 60% Kurzarbeitergeld. Soloselbstständige erhalten nichts und sollen zum Arbeitsamt gehen und dort ihr Anliegen vortragen. Nein, ihr habt kein Anlagevermögen und keine Betriebskosten. Euer Anlagevermögen ist euer Kopf, eure Stimme und eure Hände. Eure Betriebskosten sind die Kosten eurer Lebenshaltung. Keinem Angestellten mutet man zu, Grundsicherung zu beantragen. Warum dann den Soloselbstständigen? Ihr habt keine Schuld an der Situation. Ihr wollt lieber heute als morgen wieder anfangen zu arbeiten. Deshalb fordern wir von Anfang an die Soforthilfe auch für Lebenshaltungskosten auszuzahlen. Und zwar unkompliziert und schnell. Mit eurer Hilfe haben wir 55.555 Unterschriften für die öffentliche Bundestagspetition gesammelt und dadurch können wir wahrscheinlich im September im Petitionsausschuss eine öffentliche Anhörung bestreiten und dort auf die Probleme der Künstler und Soloselbstständigen hinweisen. Das ist total toll und vielen Dank da auch für eure Unterschriften. Aber seid jetzt nicht still, sondern protestiert weiter, denn die Welle muss weiter sozusagen nach vorne gehen. Wir freien Demokraten und vor allen Dingen auch ich in meiner Person bin an eurer Seite. Vielen Dank. Ja, wir
haben jetzt ein Figurentheater, einen kleinen Beitrag. Conny Fritsche. So. Bevor Sie erschrecken, ich oute mich gleich, ich bin eine Ratte. Und zweitens, wir waren es diesmal nicht. Aha, ich wurde verstanden. Dankeschön. Ja, mein Name ist Ursula von Rätin, bitte mit einem T geschrieben, es kommt von Ratgeben. Ich bin sozusagen die Ratgebende für Kunst und Kultur in dieser wunderschönen Landeshauptstadt Dresden. Aber im Moment geht es mir gar nicht gut. Ich habe Hunger. Mein gut, Puppen könnte ich essen, aber ich spreche da mal für die hinter mir. Ich habe da mal so einen schönen Trick. Haben Sie es alle gesehen? Ja. Also ich hungere nicht, aber die hinter mir, langsam wird es knapp bei uns. Ich selber wohne in der Neustadt, eine wunderschöne Zweiraumwohnung, 78 Quadratmeter. Ich habe gekündigt, wir werden umziehen nach Gorbitz. Das Geld reicht nicht mehr. Am 9. März diesen Jahres hatten wir unseren allerletzten Auftritt. Ja, und was ich in der Zeit gemacht habe, ich kann Ihnen das kurz vorzeigen. Ich hing im Fundus. Wissen Sie, was ein Fundus ist? Das ist der traurigste Ort für Puppen, die abgespielt wurden. Ja. Und auch wenn die hinter mir Hunger hat, die Motten, die Motten. Ja, wenn wir nicht dieses viele Lavendel gehabt hätten. Ja, man hätte mich ja pur aufgefressen. Deswegen bin ich froh. Ich bin heute wieder an der frischen Luft. Ja, was will ich sagen? Ich spreche im Namen aller Randgruppen. Also nicht nur für die Theaterratten, für die Schauspieler und wie sie alle, Sänger und so. In meinem Haus gibt es einen Fischladen, ja, immer wunderbar, wer ihn kennt, auf dem Bischofsweg 26. Ja, zum Ende des Monats wird er zumachen. Zwei junge, engagierte Leute, sie wurden immer gut besucht. Der Fischladen schließt, weil wer will schon Fisch auf dem Teller über die Straße, ne? Es sind also nicht nur wir Theaterratten, wir Theaterschaffenden, Musiker, wir alle. Es trifft so viele. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Deswegen, ich bin sprachlos, stumm. Ich könnte jetzt noch ein Gedicht vortragen, aber das würde nur traurig sein. Ich sage nur eins, es ist nicht mehr schön, es ist, wie man im Theater so schön sagt, ein Drama. Und bitte, liebe Politiker, egal wer uns jetzt zuhört und so und zusieht, ja, macht etwas für uns, ja? Wir waren es nicht. Tschüss, ich rate euch noch ein schönes Leben. Ich hab Hunger. Ich hab einfach nur Hunger.